wahnsinnig Gefahr. So rührselig war das gar nicht. Da ich Gefahr, der rechten Szene Vorschub zu leisten. Die können ja sagen, ah, er nimmt uns sogar auf in seine Aufführung. Er lässt den Maler auftreten. An der NPD nun eng verbunden. Herr Böhme, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ja? wenn Sie in Ihrer Sendung, das ist doch das Interessante gewesen, ja? ich habe hier unten in der Volksbühne auf der Bühne Herrn Mahler und Herrn Oberlercher gehabt und man konnte auf ja? die Bühne springen, was auch Leute gemacht haben. Ja. Und Oberlercher schrie dann irgendwann Leibstandarte, Leibstandarte und was weiß ich, dieser Mann ist Vollmalle, der Mann ist am Ende, der Herr Mahler ist auch am Ende. Das sind alles Leute, die sind am Ende ja. und das ist absolut ja, nicht mein Fall. Ja, da konnten Sie auf die, Bühne. Denn auf die Bühne. Aber bei Ihnen, Herr Böhme, saß Herr Haider rum und da haben Sie Ihre Brille geschaukelt und haben lustig gesagt, sind Sie Populist? Ja. Sind Sie Neonazi? Ja, und da saß ja. ich vorm Fernseher, ich ja. saß vorm Fernseher und ich kam mit der Hand nicht rein in den Fernseher. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Aber was macht der Mann? Was ist denn ja. jetzt was los mit dem Mann? Was haben Sie denn gemacht? Ich hätte nicht vorher so laut ins Horn reingeblasen, den mache ich fertig, den werde ich mal auseinandernehmen ja und lasse mich nachher geblasen. Einpacken von Nun dem kommen Ganzen. Wir doch mal wieder auf den Maler nee, das zurück. Ist aber der Wieso Fall. Geben Sie dem Maler einen Auftritt hier im Theater? Warum geben Sie den Maler einen Auftritt? Warum geben Sie Haidern Auftritt und wehren sich nicht? Da unten konnten ja auch die Leute ran. Ich sorge immer nur für Auftritte, wo man an die Leute ran kann. Sie können auch jetzt ja, an den kann das nicht sein, dass es Auftritte sind, die nur Ihnen nutzen. Haben wir noch gar nicht vor. Das stimmt doch gar nicht. Die nur Ihnen nutzen. Das stimmt doch gar Sie nicht. Sie machen sich Was? Bekannt damit. Und den Maler ja, und machen Sie hoffentlich. Und Sie nicht? Und den Maler Sie sitzen hoffentlich. Hier vor einer Kamera, machen er Sie nicht bekannt schon damit? Bekannt, ja. Das ist doch ja. Quatsch. Was reden Sie denn jetzt da? Er war vorher schon ich bekannt. Ich rede genau das, was Sie stört, wer da Herr Böhme, das ist jetzt aber dann Sie leichter machen Ausfall. Sie den Maler hoffähig, weil Sie sich an ihn dranhängen können und sagen, hier führe ich euch den Maler vor, ihr könnt ihn hier anspringen. Entschuldigung, was ist denn das habe, für eine Belehrung ich habe der die Leute? Auseinandersetzung mit Herrn Mahler. Wenn Sie wissen, Herr Bernhard Schütz war auch mit auf der Bühne und wir haben einen Film darüber gedreht. Und dieser Toll, Film, das ja. entschuldigt ja auch alles, ja. wenn ein Film gedreht wird drüber. Nein, ich sage nur, Sie können sich das Material gerne angucken, was also ja. auf der Bühne war. Ich habe Sie dort nicht gesehen. Sie haben hier im grünen Salon gesessen. Ja, wir haben es ja nicht mitgekriegt, dass Sie den Maler eingeladen haben. Sie hätten ja auch runterkommen können. Ja. Ich kann ja nichts dafür, dass ich nicht Bier trinke. Also, ja, hier. Lass uns mal springen. Wann gehen Sie nach aber Italien? Aber das war doch interessant gerade, wann oder? Gehen Sie nach Sie Italien? Werfen mir etwas vor, was Sie selber auch versäumt haben, oder? Entschuldigung.